Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der DAX ist gestern mit Gewinnen in den Juli gestartet. Nach einem starken Handelsbeginn rutschte er zwar zeitweise ins Minus, konnte aber die Marke von 15.600 Punkten wieder zurückerobern. So schloss er mit einem Plus von etwa 0,5%. Blicken wir damit zu unserer Korrespondentin Franziska Schimpke nach Frankfurt. Hallo Franzi, wird heute ein ähnlich guter Handelstag für den DAX? Einen schönen guten Morgen. Ja, in der Tat ist der deutsche Leitindex ja robust in die zweite Jahreshälfte gestartet, auch wenn das ein schwankungsreicher Handelstag gestern hier war, denn zeitweise war man ja auch über der 15.700-Punkte-Marke unterwegs. Immerhin hat man am Ende die 15.600-Punkte-Marke mit in den Feierabend genommen und für den heutigen Freitag rechnen wir einmal mehr mit moderaten Zugewinnen. Die Stimmung also weiter optimistisch und freundlich, aber das Highlight, das steht ja dann erst am Mittag-Nachmittag auf der Agenda mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann sind die gemischt. Während der Nikkei leicht im positiven Bereich unterwegs ist, ist Hang Seng und Shanghai Composite doch deutlich mit über 1,5% im negativen Bereich. Und an der Wall Street gestern der S&P 500 noch einmal mit weiteren Zugewinnen unterwegs. Somit konnte man auch wieder neue Allzeithöchststände einfahren. Beim Dow nicht ganz so viel Schwung, aber immerhin ein Plus von 0,4%. Und somit nähert sich auch der Dow wieder dieser Marke. 35.000-Punkte-Marke. Vielen Dank, liebe Franzi. Soweit der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir damit zur Marktidee. Die ist heute K plus S. Die Aktie von K plus S war gestern stärkster Wert im MDAX. Das Papier legte knapp 4,5% zu. Ausschlaggebend dafür war eine Analystenstudie. Aus technischer Sicht bleibt die Ausgangslage kurzfristig bullisch, solange eine wichtige Unterstützungszone nicht unterschritten wird. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis Montag.